So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Minecraft. Ja, wie man sieht, spielen wir diesmal mit Shadern und mit einem anderen Texturenpack namens Chroma Hills, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ist schon ein bisschen her, dass ich das reingemacht habe, also so 10 Minuten, habe ich schon wieder vergessen. So, sieht aber schön aus, muss ich sagen. Oh, das ist schon krass. Und die Sonne, alt. Das ist schon. Hier sind natürlich noch ein paar Grafikbugs und so ganz verstehen tue ich nicht, warum die Blätter schwarz-weiß sind. Ist natürlich sehr schön, muss ich sagen. Das ist natürlich ein Traum und die FPS. Ja, also. Die FPS, also ich will ja nichts sagen, aber willst du mich eigentlich verarschen, Minecraft? Ich habe jetzt ernsthaft schon wieder von. Ja, ich komme hier teilweise unter 30 FPS. Es ist eine Katastrophe. Also ich habe schon gewechselt von. Ich wollte eigentlich auf Ultra HD aufnehmen. Das hat schon damals ohne Shader nicht geklappt. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, wechselst mal auf WQ HD, also 2560 mal 1440 Pixel. Ja, ohne Shader kein Problem. Mit Shadern, ja, geht nicht. Beziehungsweise geht schon, aber dann ist die FPS viel zu niedrig. Und jetzt hier, das ist hier aktuell 1080p, also Full HD mit Shadern und ich komme auch teilweise unter, ja, unter 30 FPS. Es ist ein Traum. Jetzt zum Beispiel 27, 26. Wieso? Ich meine, hallo, es ist Minecraft. Alter, Assassin's Creed 4 läuft besser. Ernsthaft. Das kann ich in Ultra HD spielen und aufnehmen, aber Minecraft nicht, oder was? Ich meine, das ist doch Verarsche. Sorry, aber vor allem jetzt hier drin, ich guck die Kiste. Gut, jetzt geht's. Aber hier gerade 27 FPS, obwohl hier nichts ist. Was wollte ich überhaupt machen? Ich hatte Eichensetzlinge gepflanzt, um den Wald da unten zu bauen. Und ich wollte. Ach, ich wollte die Mühle bauen, ne? Wie sieht's eigentlich draußen aus, so lichttechnisch und so Nacht. Also. Naja, wie spät ist es halt? Weiß ich nicht. Sehe ich gerade. Na, ich sehe nur, dass die Sonne am Horizont steht. Das heißt natürlich für uns, wir müssen gleich schlafen gehen. Die Frage ist nur, wann geht denn jetzt der Mond auf? Das ist schwer jetzt zu erkennen mit dem Shader. Ich bin da noch nicht so drin und ich finde es ja auch toll, dass da. Ja, schön. Dass die Blätter schwarz-weiß sind. Das hat sowas. Ja, sowas. Ich kann dir auch mal die Nacht zeigen. Sieht auch geil aus, muss ich ja sagen. Aber ich möchte jetzt nicht rausgehen, weil dann sind da Monster und naja. Nee, so. Aber ich muss ja sagen, für Minecraft reicht 1080p sowieso. Ich meine, guck dir das mal an, hier die Texturen da. Pff. Ja, die sind ja sowieso nicht so hochauflösend. Da, naja, ist das eigentlich kein Problem. Was natürlich immer noch doof ist, dass ich teilweise unter 30 FPS habe. Das tut mir leid, aber da beschwert euch bitte bei Mojang und bei. Ich weiß gar nicht, wer ist dafür schuld. Java vielleicht, aber Java ist ja auch nicht dafür gedacht. Weißt du, Java ist für so tolle Sachen wie Waschmaschinen gedacht. Oder irgendwelche Programme, die auf möglichst vielen Rechnern gleichzeitig laufen sollen. Nicht gleichzeitig, also auf möglichst vielen Betriebssystemen laufen sollen. Aber verdammt nochmal nicht für Spiele. Also zumindest nicht so für 3D-Spiele. Weißt du, so ein kleines 2D-Spiel kannst du ja mal machen. Ja, aber doch kein 3D-Spiel in Java. Ich meine, wie kommt man auf so eine bekloppte Idee? Sorry, aber. Verstehe ich nicht. Ich fahre ja auch nicht mit meinem Auto bei der Formel 1 mit, ja? Weil ich weiß, dass ich da nicht gewinnen werde. Von der Performance her. Also von der Geschwindigkeit her, weil das ist halt nicht so. Ne, ist halt nur ein. Ne, ist ja kein Rennauto, sondern nur ein Auto halt. Ne? Ja, ich muss hier noch ein bisschen durchsehen. Also das hier ist die Axt. So, der Baum muss weg. Ich wollte ja die Mühle bauen. Stimmt. Die Animation sieht auch noch seltsam aus. Und die Eichensetzlinge sehen auch noch recht gewöhnungsbedürftig aus, aber eigentlich geht es schon. Na gut. So, jetzt, ich mach mal hier weg, zumindest. Dann sind wir das schon mal los. Ich hoffe bloß, der Baum wächst nicht zu schnell nach, sonst haben wir hier die Blätter, die, naja, da nicht hingehören. Oh, das muss auch weg. Und dann decayen die nicht und das ist auch doof. So, sieht aber schön aus. Bloß die FPS ist schon wieder für ein Alter. Das ist eine Katastrophe. What the fuck? Ich vermute wirklich, dass es an. Jetzt habe ich nur noch 24 FPS gehabt gerade. Ach, leck mich doch am Arsch, weißt du. Ist mir gerade wurscht, ja. Und wenn es ruckelt, also sorry, ich kann nichts dafür. Was soll ich noch machen? Ja, ich habe hier High-End.
Hardware, es funktioniert, alle anderen Spiele funktionieren in Ultra HD ohne Probleme, aber nein, Minecraft natürlich nicht. Es reicht ja nicht, dass man hier eine 1000-Euro-Grafikkarte hat. Nein, das ist zu wenig. Du brauchst wirklich so einen NASA-Rechner oder so einen NSA-Rechner wohl eher. Ja. Den brauchst du wahrscheinlich. Und oder so ein Render-Netzwerk, was die bei Filmen immer nutzen, damit die ganzen Special Effects da rendern können. Ja, sowas brauchst du wahrscheinlich für Minecraft, damit das flüssig läuft. Das ist meine Vermutung, weißt du? Und selbst dann wird es wahrscheinlich nicht flüssig laufen, weil Java irgendwie ausbremst. Also meine Vermutung ist, dass da irgendwo eine Schnittstelle ist, die das Ganze ausbremst. Ich weiß aber nicht, welche es genau ist. Ist halt auch nur meine Vermutung. Ich bin mir da auch nicht sicher. Was wollte ich machen? Achso, ich wollte Eichenholz. Eichenholz. Wollte ich hier draufsetzen und zwar nicht so. Muss ich noch ein bisschen mit dem Texturenpack klar kommen. Das sieht noch ein bisschen anders aus. Logischerweise. Ne, muss man ja sagen. Kann ich hier vielleicht... Was mache ich denn hier? Ja, keine Ahnung. Was soll ich denn jetzt hier machen? Einfach so einen Block. Ich weiß es nicht. Verdammt. Manchmal erstmal so. Provisorisch. Das müsste wieder weg. Ich glaube, das kann man so machen. Ja, doch. Ich muss es von außen nochmal angucken, aber sollte eigentlich gehen. So, ja. Huch! Ach, Mann, jetzt komme ich hier natürlich auch nicht raus. Schlau. Ne, da muss man ja sagen, ich bin echt, So, das ist Erde, okay. Gut. Und die Musik ist auch sehr schön, was ist es denn? Chord and Page, was auch immer das sein mag. Muss mal leiser machen hier. So. Ich meine, sieht natürlich schön aus mit Shadern, dumm nur, dass es dann nicht so gut funktioniert. So, das hier ist übrigens falsch, habe ich mich irritieren lassen. So muss es eigentlich hin. Das ist Erde, das könnte dahin, so. Sieht ja sehr seltsam aus. Hm, aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, auch wenn es seltsam aussieht. Ich kann es natürlich auch von unten machen hier. Huch, nein, ist falsch. So. Und so, ich weiß bloß noch nicht, wie das aussieht. Natürlich kommt die Erde noch weg, ist klar. Ne? Genau so war es geplant. Das Ding hier. Hm. Ja, ich weiß ja nicht, das sieht noch ein bisschen komisch aus, muss ich ja zugeben. Wenn man jetzt hier... Huch, nee, so. Wenn man jetzt hier so eine Säule hinmachen würde... die Mühle praktisch hält. Hm, könnte man machen, aber ich würde fast sagen, es macht mehr Sinn, diese Säule halt hier innen rein zu machen. Sieht wahrscheinlich besser aus und irgendwie sieht das noch komisch aus, wenn man das abbaut, aber es ist halt gewöhnungsbedürftig, weißt du. So, wenn ich jetzt hier mal gucke, ja, das ist schon ein bisschen besser, würde ich jetzt mal behaupten. Sieht natürlich ein bisschen anders aus. Alter, wie viel Hunger hat der denn? Das gibt's doch gar nicht. Der hat doch erst in der letzten Folge was gefressen, bestimmt. Oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Na egal, auf jeden Fall hat er viel zu viel Hunger, meiner Meinung nach. Weißt du, der muss doch schon so ein Fettsack sein, theoretisch. So, okay, da reicht das gar nicht mehr. Das ist ja auch sehr schön. Hier muss weg. Die eine Erde holen wir uns gleich. 26 FPS. Ach, ihr wollt mich doch verarschen, weißt du. Also meine Vermutung ist, hatte ich das schon gesagt, dass irgendwo eine Schnittstelle ist, wo Dextree die ganzen Sachen abgreift und die konkurriert mit irgendeiner anderen Schnittstelle, die für... Nee, Quatsch, nein. Ich glaube, von der gleichen Schnittstelle wird dann auch irgendwie irgendwas für die Grafik oder so, um überhaupt die Bilder zu berechnen. Dafür wird die wahrscheinlich auch genutzt. Und dann konkurrieren die irgendwie und deswegen wird das langsamer, aber so ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Ich verstehe es halt einfach nicht, weißt du, ich kann jedes verdammte andere Spiel, also zumindest die ich habe, World of Warcraft, Herr der Ringe Online, Guild Wars 2, soweit ich weiß auch, habe ich das schon probiert. Ich weiß es nicht, müsste aber theoretisch funktionieren. Na, kann ich alle aufnehmen in Ultra HD, problemlos. Ja, mit 30 FPS. Gut, teilweise haben die Spiele natürlich nicht so viel FPS. Also keine 60, aber 30 kommen meistens zusammen, weil es halt so eine hohe Auflösung ist.
Aber hier Minecraft, ja, eine Katastrophe eigentlich. So, der Baum da ist eigentlich ganz gut gesetzt gewesen, bis darauf, dass er hier zu tief hängt und ich dann nicht durchkomme. Nicht mal ohne dieses Schwein, das ist ja auch ein bisschen höher, weißt du? Also das Schwein, was du da halt, ne, weißt du schon. Ich wollte jetzt hier einen Eichensetzling setzen. Jetzt habe ich eine eigene Hose, toll. Echt. Und hier habe ich jetzt natürlich. Ach, ich muss jetzt auch. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Eichenholz. Das wird nicht reichen. Leider. Ja, das ist nämlich Eichenholz und kein Reichenholz. Was? Ach, keine Ahnung. So, sieht aber schön aus, muss ich sagen. Es hat schon was. Jetzt mit Shadern. Ne, also dafür lohnt es sich sogar auf Full HD runterzugehen, obwohl das eigentlich ein Rückschritt ist. Aber was willst du machen bei Minecraft? Ja, es ist eine Katastrophe eigentlich mit diesem Spiel. Das muss man ja mal so sagen. Es ist einfach für den Arsch, wenn das nicht geht. Was soll denn das? Ich meine, wie kommt man auf die Idee, ein 3D-Spiel in Java zu programmieren? Und wieso ist das denn noch so beliebt, obwohl es so instabil bzw. so langsam läuft? Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass hier irgendwie große Anforderungen sind. Ich meine, guck dir das nochmal an, das sind alles einmal 1 Meter Blöcke hier. Kann doch nicht sein. Verstehe ich nicht. Ist mir echt ein Rätsel, dass das so imperformant läuft. Und naja, die Shader sind auch noch ein bisschen verbuggt, wie man sieht. Aber nur ein bisschen. Ich laufe hier gerade sehr. Naja. Ich sollte nicht von der Brücke springen, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Zu Hause ist ungesund. Genauso wie jetzt hier runterspringen, das mache ich auch nicht. Ich wollte, der Fichtenwald sieht jetzt auch interessant aus. Ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. Und da scheint die Sonne durch das Fichtendickicht, in dem dicke Finken tüchtig picken. Also im dichten Fichtendickicht picken dicke Finken tüchtig. Ist ein Zungenbrecher. Müsst ihr mal schneller aussprechen und dann, naja. So, aber ich finde gar nicht so schlecht. Wieso sind die Blätter hier richtig und die anderen sind schwarz-weiß? Ich weiß es nicht. Andererseits sieht das auch interessant aus mit schwarz-weiß Blättern. Muss man ja auch mal sagen. Sehr seltsam das Ganze, sehr seltsam. Die Sonne neigte sich dem Horizont entgegen. Sie ging unter und wir standen hier allein, allein in dieser weiten Welt. Niemand würde je das sehen, was ist denn hier passiert? War das etwa schon wieder so ein Enderman? Also das finde ich aber nicht gut. Also da muss ich mal protestieren. Das finde ich nicht gut, dass da so ein Enderman kommt und mir das alles kaputt macht. Finde ich total traurig. Oh, hier ist es dunkel. Und die Musik passt natürlich überhaupt nicht. Das hier sieht interessant aus. Vor allem sind das riesige Steine eigentlich. Sieht interessant aus, vor allem bei Nacht hier. Ich gehe jetzt mal hier nach oben. Warte mal, ich muss mal hier hochgehen und mir das mal aus mal angucken, du, wie das hier aussieht bei Nacht. Ja, das sieht schon krass aus, ne? Da muss man ja mal sagen. Also, es ist auch wenigstens schön dunkel in der Nacht. Das gefällt mir ja auch. Ist halt eine Nacht, da muss es ja auch dunkel sein. Da hinten noch mit Grafikfehler oder Nebel oder was auch immer. So, und hier, naja, das sieht noch ein bisschen komisch aus, dass die Bäume halt so schwarz-weiß sind, aber ansonsten geht das eigentlich. Tja. Ich weiß auch nicht. Also Minecraft ist einfach das Problemspiel schlechthin. Das muss man einfach so sagen. Der Balkon ist ja auch sehr gut ausgeleuchtet, muss ich ja auch mal sagen. Manchmal hier eine Fackel hin, manchmal da. Mache ich mal da eine Fackel hin und da und da vielleicht. So, schon besser, würde ich sagen. Ne, ja. Vielleicht könnte man die auch einfach hierhin machen und so. Ich glaube, das ist sogar besser. Jetzt geht natürlich das Feuer in die Decke rein, aber ist jetzt auch wurscht. Ja. Was ist das da hinten? Ach, das. Nee. Was? Also,
Das ist natürlich ein Stern, aber der ist doch etwas groß, oder nicht? Meint ihr nicht, dass der Stern etwas groß ist? Also ich weiß ja nicht, aber irgendwie, also, nee, ja, So, da ist der Mond, sehr schön, aber ich muss sagen, also, sieht schon nicht schlecht aus mit Shadern, dafür, dass es Minecraft ist, ne? Und das Texture Pack gefällt mir eigentlich auch, wie ist das, Chroma Hills heißt das, glaube ich, ne? Hatte ich schon erwähnt. Für die, die jetzt erst reinschalten, mitten in der Folge, warum auch immer man das tun sollte, ne, ist ja kein Livestream oder sowas, aber, ne, die Wege des Menschen sind unergründlich. Früher waren die Wege von Gott angeblich unergründlich, aber jetzt sind das die Wege der, was ist dunkel hier drin? Die Wege des, huch, habe ich die Tür wieder zugemacht aus Versehen. Die Wege des Menschen sind irgendwie unergründlich, glaube ich. So, hier brennt jemand. Zombie. So. Der gute Zombie. Ach ja. So, hier, Alter, es sieht schon krass aus, muss man ja sagen. Und die FPS gehen zum Glück nicht runter auf 25. Ich vermute, es liegt daran, dass hier ein paar Kühe sind, aber nicht so viele. Also das hält sich noch im Rahmen hier mit den Kühen. Da ist eine Spinne. Da hinten ist ein Creeper. Gib mal den Creeper. Huch, da ist er weggeflogen. Oh, schon tot. Na sowas. Hey, Spinne, was geht? Was geht, Spinne? So, zum Glück ist diese Mauer hier nicht verbuggt. Also der Schatten. Naja, egal. Es gibt Schlimmeres. So, ich wollte hier weiterbauen. Ich bin bloß nicht dazu gekommen, weil ich... Aua, bin ich runtergefallen. Hier müsste ich eigentlich auch mal... Warte mal ganz kurz, wo ist denn... So. So, passt schon besser, würde ich sagen. Ja, machen wir mal so. Ist das ein bisschen... Ne? Und so. Weißt du schon? Hier vielleicht auch nochmal. So und... Ja. Und hier vielleicht auch nochmal. Dann hast du das mal ein bisschen... Ne? So. Naja. Gut. Das wird dann eine Windmühle. Allerdings fehlt mir dafür noch... Oh, hier liegt Fleisch rum. Auch interessant. Mir fehlt dafür eine... Alter, es ist einfach zu früh. Ich sollte nicht um... Wie spät ist denn gerade? 10 vor 7 aufnehmen. Es ist einfach noch zu früh, du. Das geht nicht. So, du bist ein kleiner Baum hier, hoffe ich mal. Da mache ich dich mal ganz kurz weg. Ich brauche nämlich da Holz brauche ich. So, da kann ich auch gleich wieder anpflanzen, du. So, du bist hoffentlich auch ein kleiner, ja. Ich möchte diese Riesenbäume nicht abernten. Hier mitten im Wald ist das ein bisschen ungünstig. Weil das, naja, halt schwierig ist. Sagen wir es mal so. Aber die Animation fürs Zerstören der Blöcke gefällt mir eigentlich. Irgendwie kommt mir das so vor, als würde er den Ding so spät setzen. Oder ich sehe den einfach von oben direkt nicht. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also den Setzling da. Und meine Axt ist gleich kaputt. Na toll. Habe ich noch eine? Nee, sieht nicht danach aus. Da muss ich mich auch nochmal dran gewöhnen, an diese neuen Formen von den Items halt. So. Der hier sitzt ja richtig toll, der Setzling. Das ist ja ein Traum. Da wird auf jeden Fall ein Baum draus wachsen. Ach komm, ich nehme mal meine Chuck Norris Faust hier. Ja. Da scheint natürlich die Sonne durch das Holz. Das kennt man ja, wenn ihr so in den Wald geht und im Schatten der Bäume steht, dann scheint einfach die Sonne mitten durch den Baumstamm durch. Wer kennt es nicht, dieses Problem oder Phänomen oder... Hier hängen Blätter natürlich seitlich an, ja. Zum Glück sind die Texturen überhaupt nicht verbuggt oder irgendwie unsinnig, weil ich meine, hast du schon mal Blumen gesehen, die an der Wand wachsen? Ich weiß ja nicht. Und der Typ hat schon wieder Hunger. Das ist unfassbar. Ihr glaubt mir das nicht, aber der hat echt schon wieder Hunger. Das gibt's doch gar nicht. So, habe ich denn überhaupt noch? Ich habe bestimmt noch irgendwo, da habe ich noch Brote und Möhren. Ach, ich habe noch so viel zu essen, das ist ja kein Problem aktuell. So, was wollte ich? Ich wollte eine neue Spitzhacke, ach Quatsch, eine neue Axt machen. Ach, siehst du, hier habe ich noch eine, aber die ist ja fast kaputt. Wieso bewahre ich hier fast kaputte Äxte auf? Ich weiß es nicht. Und hier noch eine Spitzhacke, wieso? Verstehe ich nicht. Ich meine, wo ist der Sinn dahinter?
Und was mache ich jetzt mit der fast kaputten Axt? Es lohnt sich ja gar nicht, damit irgendwas anzufangen. Hm. Tja, die FPS sind zum Glück nicht zu niedrig. Ach, Mann. Das ist doch nicht wahr. Und hier drin ist es irgendwie sehr dunkel dafür, dass es eigentlich recht hell erleuchtet ist durch die Lampen da oben. Das ist noch ein kleines Problem, weil ich da nicht sehe, wo ich noch ausleuchten muss, damit da keine Monster spawnen. Die Schrift ist jetzt weiß, okay. Ich habe ja nichts gegen weiße Schrift. Ne, muss man ja auch mal so sagen. Hier sind noch Äxte drin, okay. Und vor allem Bögen habe ich ein paar, aber nur ganz, ganz wenige. Hier ist noch ein verzauberter Bogen, ja. Seit wann gibt es denn... Achso, ja doch, verzauberte Bögen gab es, glaube ich, schon seit Verzauberungen existieren. Hm, naja. So, ich weiß immer noch nicht, warum die Blätter schwarz-weiß sind. Ist ja auch sehr schön. Hey, toll. So, ja. Aber sieht schon nicht schlecht aus. Hier auch das Zuckerrohr, das gefällt mir eigentlich auch. Hat sich das nicht bewegt? Mir kommt das so vor, als hätte sich das sonst bewegt. Hm. Irgendwie tut es das aber nicht. Vor allem mir gefällt das da oben, hier, dass es so abschließt. Ne, hier unten die normale Textur und oben geht es dann so in, naja, die Enden über. Das ist auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob es beim anderen Texture Pack war, es glaube ich nicht so. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich wollte, eigentlich müsste ich nochmal Holz sammeln, ich habe ja nicht genug. So, habe ich keinen Schaden genommen, ist ja auch toll.